For the first time in six months, the US has reported in der Zweiten Republik noch nicht gegeben. Versammlungen werden auf Zeit zukünftig gänzlich untersagt. Ich bin Rudi MC. Seit 20 Jahren verbringe ich mein Leben mit der Unterhaltung anderer Menschen. Am Anfang war es nur Spaß, dann ein Hobby und zum Schluss ein Beruf. Ja, ein Beruf. Ich verdiene mein Geld und zahle meinen Lebensunterhalt damit. Jeder von euch hat sicherlich eine schöne Erinnerung, die an eine Veranstaltung oder ein Lokal gebunden ist. Manche haben dort sogar die große Liebe gefunden und andere haben sich sozial etabliert dabei. Tausende und Abertausende arbeiten in oder mit der Unterhaltungsbranche, aber heutzutage werden sie egoistischerweise vergessen. So als wäre ein Angestellter der Gastronomie oder der Unterhaltungsbranche ein Arbeiter zweiter Kategorie. Oder noch schlimmer, gar kein Arbeiter. Nicht systemrelevant. Aber könntest du dir deine Hochzeit ohne Musik vorstellen? Dein Stadtfest ohne Veranstaltung? Dein Wochenende ohne Diskothek oder Festel? Dein Après-Ski in einem stillen, dunklen Raum? Deine Sponsion, deinen Polterer, einfach alles ohne die Möglichkeit feiern zu können? Kannst du dir das vorstellen? Sondern alle, die nur in ein Smartphone schauen. Das ist genau unser Risiko, wenn nicht jetzt was gemacht wird. Dann gibt es bald kein Lokal mehr. Es wird keinen Musiker mehr geben, der für dich spielt. Es wird keinen Service geben, der deine Bühne aufbaut oder Techniker, der dein Event beschallt oder beleuchtet. Weil die, die es bisher gemacht haben, die müssen sich eine andere Arbeit suchen, wenn sie eine finden. Ich rede nicht von Superstars, die Tausende von Euro mit Streaming verdienen. Es sind DJs, Musiker, Techniker, Servicekräfte, Securities, Reinigungskräfte, Alleinunterhalter und viele mehr. Das sind die Leute, die nicht wissen, womit sie ihre Kinder und Familien ernähren sollen. Oder wann sie wieder eine Arbeit haben werden. Leute, die momentan nicht systemrelevant sind. Aber ein wichtiger Bestandteil der Gastronomie- und Unterhaltungsbranche in Österreich sind. Oder besser gesagt, waren. Ein Sektor, der mehr als 10 Milliarden im Jahr umsetzt. Nicht systemrelevant. Sie haben aufgehört. Sie haben aufgehört zu unterhalten, zu beschallen, zu beleuchten, zu musizieren, den anderen Leuten eine schöne Zeit zu bescheren. Aber vor allem, sie haben aufgehört zu lachen. Nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie mussten. Damit die Kurve gekratzt wird, damit keine Ansammlungen entstehen oder damit der Rest, der systemrelevante Rest, früher aufsperren kann. Es sind die Ersten, die dicht gemacht haben und sicher die Letzten, die wieder aufsperren. Jetzt im Moment ist es wichtig, dieses Virus zu bekämpfen. Gemeinsam. Weil gemeinsam werden wir es schaffen. Wir werden aus dieser dunklen Zeit herauskommen. Ja, es wird wieder eine Zeit geben, eine Zeit zum Tanzen, zum Lachen, zum Singen, zum Feiern. Aber dann werden wir sie vermissen. Diese Branche. Diese Branche. Diese Branche. Wenn sie sterben gelassen worden wird.